Er lässt die Puppen tanzen. Nikolaus Habian ist erst 24 Jahre alt und hat sich als Puppenspieler bereits einen Namen gemacht. Nun ist er im Stück Fly Ganymede zu sehen, das im Theseus-Tempel des Kunsthistorischen Museums aufgeführt wird. Gleich begrüße ich ihn hier bei mir im Studio. Zunächst ein kurzes Porträt. I walk on stage. People expect too much of me. Mit Kasperltheater hat dieser Puppenspieler nicht viel zu tun. Nikolaus Habian bringt gewichtige Stoffe von Shakespeare bis zu Helmut Qualtingers Herr Karl auf die Bühne. Bitte, Österreich war ja unpolitisch. Wir sind ja keine politischen Menschen. Seit 2008 ist Habian als Autor, Regisseur und Schauspieler am Schubert-Theater in Wien tätig. Immer wieder schlüpft er mit seinen Klapppuppen in die Rollen zerbrechlicher Kinder. Bringen die uns hier wirklich um? In Paulus Hochgatterers Stück Fly Ganymede reist ein Junge durch die Welt, um nach dem Sinn im Leben zu suchen. Im Mittelpunkt steht dabei wieder Habians Darstellung des 9-jährigen Bubens. Du schaffst das! Ich will das nicht! Ja, da steht. Da steht. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Puppenspieler Nikolaus Habian. Guten Abend. Hallo. Im Stück geht es um einen 9-jährigen Burschen und seine Reise von Afghanistan nach Österreich. Warum hat man sich denn eigentlich entschieden, dieses Kind mit einer Puppe zu besetzen? Eine Puppe ermöglicht einfach viel mehr Aktion auf der Bühne. Die Puppe schafft es, eine eigene Realität zu erzeugen. Und dadurch ist es viel leichter, psychische und physische Gewalt an dieser Puppe auf der Bühne zu zeigen und es für den Zuschauer oder die Zuschauerin noch erträglich zu machen. Das heißt, man kann mit Puppen Dinge und Emotionen darstellen, die man als Schauspieler nicht darstellen kann. Genau. Also zum Beispiel, wenn es jetzt ein Kind spielen würde, dann wäre es zum Beispiel nicht möglich, diesem Kind eine richtige Watsche zu geben. Und das würde dann ein bisschen käsig ausschauen auf der Bühne und wäre nicht überzeugend. Und das Publikum wüsste auch immer, dass es ein Kind, das diese Sachen spielt. Aber dadurch, dass ich als Puppenspieler irgendwann vom Publikum ausgeblendet werde und das Publikum sich auf die eigene Realität der Puppe einlässt, ist es dadurch dann möglich, dass der Zuschauer dann wirklich die Puppe als Lebewesen sieht und wenn die dann eine Watschen bekommt, dann ist das erschütternd und echt. Die Puppen, die Sie verwenden, sind sogenannte Klappmaulpuppen und Sie haben auch eine mitgebracht. Können Sie uns die kurz erklären? Ja, also das ist der Bub aus Fly Ganymede. Das ist nicht eine ganz typische Klappmaulpuppe, ich nenne das Schlupfmaulpuppe, weil die ist komplett genäht und verfügt über eine Mimik. Also kann das da ein bisschen zeigen. Genau. Was ist denn eigentlich das Wichtige bei einer Puppe? Sind das die Augen? Ist das der Ausdruck? Sind das die Augenbrauen? Ja, also in dem Fall sind es die Augenbrauen. Es ist eine Asymmetrie im Gesicht, die dem Zuschauer vermittelt, dass es keinen klaren Gesichtsausdruck gibt und der Zuschauer projiziert den Ausdruck, den er gerade sehen möchte, in die Puppe hinein und dadurch ist die Puppe quasi immer am Punkt und stellt quasi immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt dar. Jetzt sind Sie ja kein Bauchredner, das heißt, Sie stehen neben der Puppe und sprechen Ihren Text ganz normal wie ein Schauspieler. Wie entsteht denn diese Illusion dann trotzdem, dass man eigentlich nur auf die Puppe schaut? Es ist so, dass ich meinen Fokus auf die Puppe lenke, indem ich auf die Puppe schaue, wenn sie spricht einfach meine Emotionen, meine Erregungen alles zurückschraube und das alles in die Puppe stecke. Und natürlich auf der Bühne wird dann noch viel mit punktueller Beleuchtung gearbeitet und dadurch alles das, was sich bewegt, darauf konzentriert sich unser Hirn. Und wenn ich mich nicht bewege, bin ich unsichtbar. Als letzte Frage würde mich interessieren, wie haben denn eigentlich Ihre Eltern reagiert, wo Sie gesagt haben, Papa, Mama, ich werde Puppenspieler? Ja, das war lustig. Mein Vater war am Anfang ganz ein bisschen skeptisch, aber das ist er immer. Das ist so eine Grundhaltung von ihm. Aber er hat mittlerweile mein allererstes Stück über 30 Mal gesehen. Also meine Eltern sind meine größten Fans. Dann bedanke ich mich für den Besuch im Studio, Nikolaus Habian. Danke. Und morgen ist übrigens die Premiere von Fly Ganymede und bis zum 14. Oktober wird das Stück im Theseus-Tempel zu sehen sein. Schauen Sie vorbei, es lohnt sich.